Den Menschen von heute ist der Begriff der Freiheit ganz besonders wichtig. Derzeit wird unsere Freiheit eingeschränkt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Ich möchte Sie anregen, darüber nachzudenken, welche Freiheiten es denn noch gibt, die Freiheit des Nachdenkens und ob wir vor dieser Einschränkung wirklich so frei waren, wie wir gedacht haben. Ob wir nicht in vielen Zwängen des wirtschaftlichen, privaten gefangen sind, von denen wir jetzt erst merken, wenn sie durch einen gewissen äußeren Umstand wegfallen, wie sehr sie uns beengt haben. Die Freiheit ist wirklich ein hoher Wert. Es ist ein Kennzeichen eigentlich auch des christlichen Menschen. Gott lässt uns die Freiheit. Wir sind zur Freiheit geschaffen und in Freiheit berufen.